Hi, eigentlich wollte ich die nächste Folge starten, wenn ich in Ostoja bin. Aber jetzt habe ich da diese Hütte entdeckt und bin neugierig und deshalb dachte ich mir, ich hole euch dazu und wir gucken mal gemeinsam, was da abgeht. Da geht ein verdammter Bär ab. Oh nee. Auf den will ich mich eigentlich nicht einlassen. Und ist da noch ein zweiter? Ich werd verrückt. Okay. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich die automatisch triggere. Guck mal, was hier drin abgeht. Salz. Flakons Ton. Münzen. Bier, Trank des schnellen Heilens, eine Tonflasche, ein Tonkrug. Ich weiß nicht, warum mein Spiel gerade so ruckelt. Ich hoffe, ihr seht das in der Aufnahme nicht. Das ist echt gerade ein bisschen nervig. Da sind die Bärchis, die Glücksbärchis. Wir gehen mal wieder. Ne. Einfach so. Tschö. Eigentlich wollten wir ja nach Ostoja. Und das machen wir jetzt auch. Vielleicht hat auch irgendjemand die Butze verlassen, weil da plötzlich Bären aufgetaucht sind. Ich weiß es nicht. Aber ist schon ein bisschen schräg, ne? So. Wo sind wir denn? Ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen so ein Schisser, wenn es darum geht, querfeld einzulatschen. Ich laufe sehr oft einfach gerne an Wegen entlang. Weil ich mir dann einbilde, es kann nichts passieren, aber wir wissen, dass das nicht stimmt. Es kann überall was passieren. Rotauge, Hirsche, Ente. Da war ich vorher schon drin, ne? Sind wir hier? Ach, wir sind in der Nähe von Piastovia. Genau. Hier war ich schon, ne? Ja, genau, das war das hier. Okay. Oh, da sind auch noch Buden. Und das gehört noch nicht zu Ostoja. Na, mal gucken. Oh. Seht ihr das? Da ist ein Zelt. Ob zu dem Zelt auch Banditen gehören? Ich sehe da zumindest noch niemanden. Hier ist keiner. Cool. Bin ganz nervös, Leute. Brennholz. Was haben wir hier noch? Eine Bierflasche. Oh, eine Gürteltasche. Ist ja cool. Noch eine Bierflasche. Eine Fackel. Aber ich glaube, das war's. Ist ja cool. Ich habe nur eine kleine Gürteltasche.
Die hier macht plus 6 Kilo. Dann nehmen wir doch die hier. Dann können wir die kleine verkaufen. Oh, ich habe ein weiteres Dachsgebiet entdeckt. Piastrovia, Skauki. Ich will aber nach Ostoja. Oh, ich bin auf einem völlig falschen Weg. Ich muss eigentlich hier quer rüber. Das ist heute richtiges Abenteuer. Ich renne hier querfeldein. Oh, Wildschwein. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, hört ihr das? Dann gehe ich lieber darüber. Eieiei. Die Welt ist gefährlich, Leute. Ist hier die Luft rein? Sieht mal so aus, wa? Da drüben sind Hirsche. Ich habe immer das Gefühl, wenn Hirsche irgendwo sind, dann ist die Welt in Ordnung. Oder sind noch mehr kleine Buden? Hi? Wolltest du mich angreifen? Nee. Dachte ich mir doch. Warte, habe ich da ein Schwein gehört? Sind hier Menschen? Ey, das sieht voll cool aus. Schaut euch das mal an. Einen Moment. So. Also ich weiß nicht, ob hier Leute sind, aber die scheinen da irgendwie verletzt zu sein. So festgebackt, Kleiner. Einmal öffnen. 6-mal Mehl. Nehme ich mit. Ah. So. Alles leer. Alles leer. Beerenwein. Mehl. Mehl. Cool. Ah, sie haben es geschafft. Na, gucke mal. Noch mehr Fässer. Bettdecke. Oi. Was ist denn hier los? Umgedrehter Kochtopf, ne? Ausnüchterungstrank. 3 Säckchen. Nice. Ein Steinspeer. Warum nicht? Oh, hallo. Giftete Pfeile. Oh, Leute, ich freue mich, dass ich so mutig war. Oh. Cool. Was war denn hier los? Ist ja wild. Ist halt wie so eine kleine Mini-Siedlung, ne? Guten Tag. Wir machen hier die fette Kohle. Trank des schnellen Heilens. Ein Bogen. Nur 9%, aber hey. Haben oder nicht haben. Vergiftete Eisenpfeile. Roggenkorn. Stroh. Cool. Oh, da ist noch ein Sack mit Mehl. Stachelbesetzter Knüppel. Baby. Oh, was ist das hier? Ausdauertrank. Nice.
Ist voll die coole Base hier. So gut. Na gut. Ich bin etwas überladen. Aber ich kann ja mal was essen. Nur noch 9% Haltbarkeit. Ist ja verwirrend. Wir haben super viel Fleisch. Essen mal den Käse. Ja, nee, eigentlich. Ich kann mal die Steine hier lassen. Wie wär's? Und dann haben wir nämlich schon wieder gar kein Problem. Das Salzfleisch kann ich essen. Ja, und jetzt können wir eigentlich auf dem Weg hier bleiben und dann kommen wir nach Ostoja. Aber jetzt freue ich mich voll. Weil ich so mutig war, in die Hütte zu gehen. Wir haben super viel coolen Scheiß gefunden. Richtig gut. Da ist ein Häschen. Hallo Häschen. Da gucke ich einmal weg. Rennt uns einfach vor die Füße. Ah ja. Oh, was ist denn da in der Verwaltung los? Was habt ihr denn, meine Lieben? Grabungsschuppen braucht Werkzeug. Näherei hat wahrscheinlich keinen Flachsheim mehr, ne? Ja, dachte ich mir. Dann gehen wir davon mal runter. Wenn du das im Moment nicht machen kannst, dann mach doch ruhig noch ein bisschen mehr Leinengewebe. Und ja, Trinkschläuche brauchst du eigentlich nicht weitermachen. Aber so eine Gürteltasche, wieso nicht? Und zwei so Säckchen. Mach ruhig den Trinkschlauch weiter. Von den großen Säckchen nur noch eins. Die kleinen Gürteltaschen, die bringen schon ein bisschen Kohle. Mach ruhig noch ein paar davon, die kann man alle verkaufen. Klingt doch super. Dann mal weiter. Hier bin ich noch nie lang gelatscht, glaube ich. Aber es ist sehr hübsch hier. Okay, wir können jetzt entweder querfeldein. Ich glaube, das machen wir einfach. Oder? Nee. Wir müssen unser Glück nicht herausfordern. Halten wir uns an den normalen Weg. Was bist du? Ein Wiesent? Oder ein Bär? Nee, Wiesent. Alter, sind das Monster. Deshalb ist da auch ständig eine Musik losgeballert, wenn ich da durchgelatscht bin. Also die Kampfmusik. Oder fällt mir gerade auf. Wir gehen ja jetzt hier runter, ne? Nach Ostoja. Und es wird schon Abend. Und wir haben Sommer. Den letzten Sommertag, um genau zu sein. Ich renne jetzt hier einfach runter. Das heißt auch,
dass ich jetzt keine Quest annehmen kann, die nach der Jahreszeit verfällt. Aber wir schauen einfach mal, was uns da erwartet. Wir sind ja gleich da. Ja, Mädchen, du hast es gleich geschafft. Dann gehen wir doch mal gucken. Die Musik ist toll. So. Wer will denn nun was von uns? Hi. Oh, okay. Sie ist froh, nicht in der Welt zu sein, wo sie jetzt schon reif wäre, jemanden zu heiraten. Hi, was kann ich für dich tun, Dobrosulka? Hello there. Wie läuft dein Tag? Schlecht, wie immer. Als wären ein Mückenschwarm und ein verrückter Mann nicht genug. Jetzt muss ich mich auch noch um jemanden kümmern, der seinen Müll am See ablädt. Das ist einfach inakzeptabel. Aber wirklich. So, was ist das für ein Müll? Irgendein Idiot hat einen Korb mit einem Stück Pergament daneben dort stehen lassen. Entschuldigung. Was denkt er, was das hier ist? Eine Sammelecke für Müll? Ich kümmere mich drum. Wo muss ich denn hin? Keine Panik hier. Wir trinken einmal was. Okay. Noch 90 Meter. Hey Leute. Lasst euch nicht von mir stören. Oh, den Wäschekorb hatte ich schon mal versucht zu plündern, aber da war nichts drin. Jetzt sieht das wohl anders aus. Ach, hier. Untersuchen. Du bemerkst ein unscheinbares Stück Pergament, das auf dem Boden liegt. Lies, was draufsteht. In einem seltsamen Brief steht, bring Fisch, Rotaugen, die Kleinen, leg den Korb, höflich. 3 = 5. 3 = 5? Der Text ist nicht nur seltsam formuliert, er ist doch geschrieben, als hätte jemand die Feder dabei im Mund gehalten. Die Buchstaben sind unordentlich hingekritzelt und die Tinte ist überall verspritzt. Das kann nicht das Werk eines Erwachsenen sein. Höchstwahrscheinlich war es ein Kind, ein sehr junges. Finde das jüngste Kind in Ostoja. Na, da schauen wir mal. Ob der wohl so klein ist wie Wislav? Wir werden es sehen. Ach, Ostoja ist als Ganzes hier abgebildet. Ja, dann gehen wir doch mal gucken, ob wir hier ein kleines Kind finden. Hier ist keins. Auch nicht. Oh, Entschuldigung. Upsi. Das sind auch keine Kinder. Oh, hier. Milovid. Hi, Kleiner, wie war dein Tag bisher?
Mein Tag ist in Ordnung. Ich wollte im See planschen, aber ich konnte mein Handtuch nicht finden. 5 Jahre ist der Kleine. Ich benutze nie eins. Meistens ziehe ich mich nicht mal aus. Man sollte immer wissen, wo man sein Handtuch hat. Ach nö, das passt schon. Das ist aber dumm. Du bist ja ganz nass. Nass? Ich war schon dreckig, zu warm, zu kalt, verletzt, vergiftet. Was noch? Oh, betrunken natürlich. Aber ich war noch nie nass. Okay. Vielleicht werden nur Kinder nass? Ja klar. Wenn der Erwachsene ihm erzählt, ich war noch nie nass, dann werden halt nur Kinder nass. Hm? Vielleicht. Eigentlich wollte ich dich nach diesem Brief fragen. Hast du ihn geschrieben? Ah, vielen Dank, liebe Frau. Wofür? Dafür, dass du gedacht hast, dass ich lesen könnte. Die Leute sagen immer, ich kann nicht mal normal arbeiten gehen, also ist es schön. ja, dann haben wir uns wohl geirrt. Keine Sorge, ich möchte lieber glücklich sein, als immer recht zu haben. Oh, das ist eine ziemlich weise Aussage, das ist vollkommen richtig. Bevor du weiter nach deinem Brieffreund suchst, könntest du mir bei was helfen. Klar, was brauchst du denn? Ich will lernen, wie man fliegt. Viel Erfolg. Das sagen alle, aber ich glaube es nicht. Menschen können fliegen. Sie wissen nur nicht, wie. Ich glaube aber, ich weiß es. Du musst nur, du musst dich auf den Boden werfen und dabei nicht treffen, so wie die Wolken es machen. Glaubst du, dass Wolken fliegen? Die Wolken hängen im Himmel, genauso wie Sterne es nicht machen. Das ist nicht, ich meine, was? Egal. Willst du nicht lieber ein Spielzeug oder so? Ja, ein Spielzeug wäre gut. In der Stadt gibt es einen Mann, der Holzfiguren verkauft. Ich will einen Bären. Bären sind die besten. Alles klar. Dann kriegst du einen kleinen Holzbären. Der ist ja niedlich. Oh, die gehen jetzt alle nach Hause. Wie spät ist es denn? Wisst ihr was? In der Zeit schaffe ich sowieso nicht nach Hause. Ich werde aber nach Hause teleportiert. Das heißt, ich werde jetzt hier ein paar Bäume kloppen. Und dann werde ich mit vollen Taschen nach Hause teleportiert. Wenn das kein Plan ist, weiß ich auch nicht. Ist offensichtlich kein Plan, weil hier alles noch blockiert ist. Alter, wie weit geht denn das? Ah, ich hätte darüber müssen. Geht das schon? Nee, noch nicht. Nein. Nein. Da oben? Aber da oben ist gruselig. Eine Fichte, die klopfe ich hier. Eine Fichte gehört nur mir. Eins, zwei, drei. Oh, Licht. Klar. Bam. Moins. Ich bin erstaunt darüber, dass die Holzstämme nicht den Hügel runterrasen. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur zu wenig Ansprüche. Man weiß es nicht. Spät haben wir es denn? Kurz vor 10. Und nochmal. Wunderbar. Bist du noch blockiert? Nee. Oh, jetzt nehmen wir hier ein paar Holzstämme mit. Ich habe die Tage sowieso so viele verbraucht für unsere 3 neuen Wohnhäuser. Das heißt aber auch, dass wenn wir wieder zu Hause sind und die Stämme verkloppt haben, dann können wir uns schön auf die Suche nach neuen Mitarbeitern machen. Ich gehe davon aus, dass ein paar unserer werdenden Mütter in der nächsten Saison Mütter sind.
Ich weiß gar nicht, warum Stronislava so mehr glücklich ist. Aber sie auch. Und die ist auch schwanger. Keine Ahnung. Aber die andere ist super glücklich und schwanger. Man weiß es nicht. Jedenfalls brauchen wir neue Leute, um die Schwangeren zu ersetzen, sobald die ihre Kinder haben. Ach, das heißt, bald wird es so sein, dass ganz viele kleine Kinder durch unser Dorf latschen. Das ist doch so cool. So, ein paar Bärenmampfen hier. Achso, bräuchte ich eigentlich gar nicht, ne? Es wird ja alles resettet, wenn der Jahreszeitenwechsel ist. Hoppala. Ah, mal voll daneben. Ich stelle mir ja vor, das Dorf so richtig gemütlich zu machen. Das heißt, ich will das schön dekorieren, ich will da so einen Taubenschlag hinhaben und am liebsten würde ich so Blumenbeete machen, aber da habe ich noch nichts zu gefunden. Deswegen werden Blumentöpfe reichen müssen. Vorerst. Boom. So, wie sieht's denn aus zeitlich? Ah ja. Ich muss jetzt aber aufpassen. Viel mehr kann ich nicht mitnehmen. Das heißt, ich warte fix hier. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt eine kurze Folge daraus. Und dann sehen wir uns glatt zu einer neuen Jahreszeit in der nächsten Folge. So mache ich das. Also, bis dann!